Hallöchen und herzlich willkommen zum Videobeweis. Spieltag Nummer 4 steht an. An meiner Seite Max Doink Doink Dinkelacker. Guten Tag, Ilja. Taschen, los geht's. Stuttgart gegen Düsseldorf. Max, mein Lieber, welcher Ex-Stuttgarter spielt jetzt in Düsseldorf und hat unter der Woche ordentlich einen rausgeblasen? Sag du es mir. Matthias Zimmermann. Warum hat er einen rausgeblasen? Er hat gesagt, der VfB hätte Qualität geholt und Mentalität verloren. Und meinte, weil damit, er weg ist. Meinte damit unter anderem sich selber. Ich bin zwar schlecht, aber ich habe Wille. Meinte sich und Daniel Ginczek offensichtlich und feuerte ordentlich gegen Sportvorstand Michael Reschke. Ich zitiere, Achtung. Ich habe nichts gegen den Trainer, ich habe nichts gegen den Verein, ich habe nichts gegen die Fans. Das ist schon mal ein starkes poetisches Statement. Ich will aber gerne Herr Reschkes Gesicht sehen, wenn wir gewinnen. Oh. Und dann hat er noch ein Tor angekündigt. Aber ich sag mal, den Reschke, den kann man oft schlecht ins Gesicht sehen, weil er dauernd Sonnenbrillen trägt. War neulich bei uns im Heft, da gibt es kein Foto ohne Sonnenbrille. Cooler Hund. Generell mein Eindruck von der Nummer, von der Ansage von Matthias Zimmermann. Dicke Hose, dünnes Lüftchen. Stuttgart putzt Düsseldorf mit 3:0. Ich sag Düsseldorf mit Mentalitätsmonster Zimmermann. Lux 3 Punkte den Stuttgart dann ab und gewinnt 0:1. Und stürzt Taifun Korkut endgültig in die Krise. Hoffenheim gegen Dortmund. Machen wir es kurz. Zum ersten Mal treffen Nagelsmann und Favre aufeinander. Überhaupt in ihrer Karriere. Nee. Tatsächlich ganz interessant, finde ich. Weil das so also ein bisschen die beiden Taktik-Mogule eigentlich der letzten Jahre sind, zumindest in Deutschland. Wer gewinnt? Ich glaube, Hoffenheim kommt mit der Ansage, dass sie dieses Jahr besser sein wollen als letztes Jahr, überhaupt nicht zurecht. Dortmund ist Ergebnis riesen 1:0. Ich glaube, ja, Dortmund spielt mittlerweile hässlich, aber erfolgreich. Ja, eben. Und, das sag ich doch. Ja, aber du hast es über den Hoffenheimer Weg begründet. Ich begründe es über Dortmund und sage, das sind absolute Ergebnismaschinen. Und die Maschinen jetzt auch weiter und gewinnen 2:0. Hertha gegen Gladbach. Man sieht's, unsere Sympathien sind deutlich verteilt. Ich für die einzig wahre Borussia. Max hält es mit dem TD-Fanclub von Hertha BSC. Und Berlin flippt völlig aus. Duda, Duda, Duda. Schaltest durch die Hauptstadt. Guter Mann. Guter Mann. Nach einem Sieg, der super glücklich war gegen Nürnberg, einem Sieg gegen völlig indisponierte Schalker und einem okayen Unentschieden auf Wolfsburg, denken jetzt alle, das wird was dieses Jahr. Das klappt in Berlin nie. Deswegen ganz einfaches Spiel. Was heißt ja, es wird was? Es ist ja schon was. Ja, was ist es denn? Es ist gut. Es ist gut, wie es ist. Und es wird zumindest noch ein paar Wochen so bleiben. Ja, von Gladbach kommt ja bisher auch nicht viel. Boah, hallo? Neues System, 4-3-3. Jonas Hofmann, endlich Position seines Lebens gefunden. Es flutscht nur so vorne. Und zur Berliner Situation gibt es ein Sprichwort in unserer wunderschönen, unter beiden Heimatstadt. Und zwar? Keine Haare auf dem Kopf, aber Kamm in der Tasche. Ja. Genau das ist die Hertha momentan. 7 Übrigens Punkte sind's. Hier, ja. 7 Punkte sind's. Und, pass auf, weißt du, was da passiert? Arne Meyer. Macht, ich bin mir hundertprozentig sicher, erstes Tor. Totaler Quatsch. Erstes Bundesliga-Tor, Arne Meyer. Mit seinem Kopf ganz woanders, weil Angebote von Arsenal und Liverpool angeblich um ihn herumführen. Mit seinem Kopf in Berlin, der ist vollkommen klar. Ey. Ist ja so dumm. der weiß einfach, was er will. Also, ich sage, Hertha gewinnt souverän zu Hause 3:1. Lächerlich. Gladbach gewinnt natürlich durch den dreifachen Player mit 2:0. Augsburg gegen Bremen. DJ Ötzi ist ja bekanntermaßen Augsburg-Fan. Ach, wirklich? Und also muss er sein, sonst würde er dem FC Augsburg kein Privatkonzert für die Mannschaft versprechen, wenn sie Siebter werden. Ist neue Saisonziel also klar, Platz 8. Wie geht's aus? Soll ich sagen? Ja. Furchtbares Spiel, 1:1. Nee, ich sag Bremen, bei Bremen platzt fußballerisch jetzt der Knoten. Nee, das ist ein Hype, der sich selbst gerecht wird. Wir gewinnen 2:4. 4:2 Auswärtssieg für Werder Bremen. Wolfsburg gegen Freiburg. In Wolfsburg, mein lieber Max, kann man sich vor guten Nachrichten gar nicht mehr retten. Unter der Woche hat der komplette Verein bei der Aktion Gemeinsam bewegen mit angepackt, hat Flüchtlingen geholfen und gemeinnützigen Projekten, hat die Spitzhacke rausgeholt und sauber gemacht. Bruno Labbadia hat ein Flüchtlingsteam trainiert. Das alles sind so gute Nachrichten, zusammen mit dem wirklich veritablen Start. Ist das zu viel für den kleinen Verein aus Niedersachsen? Damit können sie nicht umgehen. In Freiburg sind sie das gewohnt mit dem Gutmenschentum. Deswegen ganz klarer Sieg für den SC unter dem wiedergenesenen Christian Streich 3:1. Also A, warum ist jetzt bei Wolfsburg das ein veritabler Start? Ja, weiter. Wir haben auch 7 Punkte genommen, wir hatten. Also, und Gladbach übrigens. Echt? Ja, klar. Echt, auch 7 Punkte? Achso. Na gut, ich sage Wolfsburg, ich habe es ja gesehen.
Und wenn sie gegen Hertha zu Hause ein 2-2 schaffen, hat Freiburg, glaube ich, keine Chance. Deswegen, ich sage, Wolfsburg holt den nächsten Heimsieg unter Bruno und gewinnt zum Leidwesen meiner Freiburger 3-0. Nürnberg gegen Hannover. Ede, Max, wenn du mir jetzt sagst, wie der Nürnberger Trainer hieß, als der erste FC Nürnberg zuletzt gegen Hannover in der ersten Bundesliga gespielt hat, dann bist du für mich absolut der super... Hermann Gerland. Nein. Willi Entenmann. Nein. Einen ernsthaften Versuch noch. Es geht ums Jahr 2014. Bismarck. Roger Prinzen. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört. Kennst du den? Nein. Er war anscheinend mal Nürnberg-Trainer. Ein paar Spieler, dann sind sie aber auch sofort abgestiegen. Also Interimstrainer. Ansonsten. Das war alles, was du zu dem Spiel zu sagen hast. Das war alles, was ich zu dem Spiel zu sagen habe. Beide 2 Punkte. Beide, aber sagen wir mal, es wird unterschiedlich aufgefasst. Bei Nürnberg ist man ganz zufrieden. Ja. Da fehlt nur das Ergebnis quasi. Die spielen ganz gut. Und bei Hannover ist man, glaube ich, ganz glücklich, dass man mit den Leistungen überhaupt Punkte geholt hat. Sehe ich anders, 1-1. Ja, es muss 1-1. Eigentlich muss es 1-1 ausgehen. Ja. Aber weil ich das nicht auch sagen kann, sage ich 0-0. Schalke gegen Bayern. Im Prinzip, mein lieber Max, ist das, machen wir es kurz, das Duell Sebastian Rudi gegen Leon Goretzka. Wer hat besser getauscht? Sebastian Rudi, ich habe 2 Spiele jetzt gesehen von ihm, beides mal katastrophal. Katastrophal. Ja, aber da muss ich ja auch ihn wieder in Schutz nehmen. Klar, wenn man gegen Duda, er hat ihn aus dem Spiel genommen. Also in der Haut will ich nicht stecken. Nee, ich will nicht in deiner stecken, wie man jetzt sich an Duda so festklammern muss. Ich klammer mich nicht fest. Du spielst ja die Vorlagen. So wie Leute auf Duda. So. Bayern München marschiert gegen wirklich desaströse Schalke im Moment zu einem ganz lockeren 3-0 Auswärtserfolg. Ja, viertes Spiel, vierte Niederlage. Ich sage, es wird sogar noch deftiger. Ich sage, die Bayern rollen mit 5-1 über Schalke hinweg. Bleibt dir das gut an? Ja, eins kriegt er noch. Leverkusen gegen Mainz. Leverkusen neben Schalke die zweite Truppe komplett ohne Punkte. Das heißt, Heiko Herrlich, für den geht es vielleicht sogar auch schon um den Job, könnte man fast sagen. Ganz anders Mainz. Auch 7 Punkte und letzte Woche einen Sieg geholt mit der jüngsten Startelf aller Zeiten. Wie alt? 22 kann man. 22 ist zu jung. 23,5. Ist zu alt. Okay. 23,3. Haha. Aber sehr jung. Wirklich super. Sehr, sehr jung. Reicht das an Erfahrung, nein, um Leverkusen zu bestehen? Niemals. Nein. Warum nicht? Leverkusen ist eine gute Mannschaft. Okay. Ja, fast denn. Okay. Und? Weißt du, das Ding ist ein bisschen, also eigentlich gefällt es mir ja, weil ich Leverkusen vom Kader her eine der 3 stärksten Mannschaften der Liga halte, die an sich, wenn sie einen guten Trainer hätten und ein gutes Umfeld, klare Meister können. Doch, die könnten, wenn sie... Wenn sie einen guten Trainer hätten? Ja, ich halte Heiko Herrlich für völlig überschätzt, aber ich finde es lustig, dass jetzt diese Eigendynamik Vater genommen hat, denn das heißt, wir dürfen nicht sofort über den Trainer herziehen, nur weil er jetzt 3 Spiele verloren hat und die Mannschaft unter ihren Möglichkeiten bleibt. Diesem Sog kann sich auch Rudi Völler nicht entziehen. Das heißt, er hat jetzt ein Problem, ihn erstmal zu entlassen. Das heißt, Leverkusen bleibt erstmal in der Abwärtsspirale und dann ist schon zu spät, um noch irgendwas zu reißen diese Saison. Was gut ist für Borussia Mönchengladbach, die ungefähr mit denen um die Plätze rangieren. Rangieren ist das falsche Wort. Konkurrieren. Ja, konkurrieren, okay. Aber gegen Mainz wird es dann doch reichen. Es wird ein Spektakel. Ein Tag der offenen Tür, der 3-2 für Leverkusen. Ich sage 1-1. Frankfurt gegen Elversberg. Zum Schluss das Duell, auf das alle warten. Frankfurt, der FSV gegen SV Elversberg. Mhm. Regionalliga 11. gegen 15. Im Prinzip nehmen sich die beiden Mannschaften nicht so wahnsinnig viel. Bei Elversberg hingegen immerhin ein A-Nationalspieler. Wer ist es? Er kommt aus der Slowakei? Fast. Luxemburg. Aldin Skenderovic. Oh. 2 Länderspiele für Luxemburg. Die haben ja einen Lauf. Die letzten 8 Spiele nicht verloren. Oder nur 1 verloren. Ich weiß nicht genau. Das macht den Unterschied. Elversberg torpediert den FSV mit 1-0. Das glaube ich nicht. Ich glaube, FSV Frankfurt zu Hause. Eine Macht, zu stark und auch mit all der Tradition im Rücken. Sollte das eigentlich machbar sein, zu Hause 3 Punkte zu holen, auf einen einstelligen Tabellenplatz zu rücken? Ich sage 2-0. Freunde, in diesem Sinne, ich weiß nicht, ob auch nur ein vernünftiger Tipp dabei war. Ich glaube schon. Ich glaube sehr viele. Ich sage, jeder 2. Tipp war gut. Freunde, macht mit diesen Tipps, was ihr wollt. Geht damit in die Kicktipp-Runde eures Vertrauens und habt die etwas andere, spezielle Note dann dabei. Falls euch jemand fragt, woher ihr diesen Mist habt, merkt euch einen Namen: Max Dinkelacker. In diesem Sinne geht's raus. Tippt Fußball, schaut Fußball, habt ein schönes Wochenende. Wir sehen uns nächste Woche wieder. Tschüss.